Grüne, Herr Löser, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Damen und Herren, es ist vielleicht ein Zufall, aber vielleicht auch nicht, dass der verantwortliche Bürgermeister, der uns seit über einem Jahr ein Konzept zum Wohnen vorlegen soll, heute nicht hier sitzt. Herr Marx ist nicht auf seinem Stuhl. Und ich erinnere mich sehr deutlich, dass wir im Sommer letzten Jahres genau dieses Konzept, um jetzt auch das nochmal zu sagen, was von vielen Fraktionen in diesem Stadtrat gefordert wurde und wo uns seit insgesamt einem Jahr nun versprochen wurde, dass dieses vorliegt, hier eingefordert wird. Seitdem ist nichts geschehen. Wir haben es bisher immer noch nicht und wir hätten tatsächlich auch gern die Auskunft, wann wir es denn bekommen. Nicht nur, dass offensichtlich bei Herrn Marx kein Interesse an diesem Thema besteht, es ist auch mal zu fragen, wieso die Verwaltung einen Stadtratsbeschluss, nämlich nach Erstellung eines Wohnkonzeptes, ein Jahr lang nicht erfüllt. Die Grünen allerdings haben an diesem Thema Interesse und viele Dresdner auch. Das merken wir ganz deutlich. Dresden wächst und ich sage mal frei nach Wobereit und das ist gut so. Aber das hat eben auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Es wurde schon ausgeführt, Dresden ist dieses Jahr das erste Mal über dem Durchschnitt, was den Bundesdurchschnitt beim Mieten angeht. Vergleichbar muss man aber auch sagen, wir haben natürlich auch eine andere Einkommenssituation, die natürlich noch unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Die Leerstandsquote nach unseren Informationen liegt mittlerweile bei 3-4%. Das werden einige auch als, sagen wir mal, Wohnungsmangel bereits. In einigen Stadtteilen ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig, Wohnungen zu finden. Das kennen Sie alle, wenn Sie auf Wohnungssuche sind. Ich bin ja noch relativ jung und habe viele Freunde, die Wohnungen suchen, weil sie eben Familie haben und Kinder bekommen. Und da ist es eben wirklich sehr, sehr schwer, gerade Wohnungen, große Wohnungen, auch für Familien mit vielen Kindern zu finden, auch altengerechte, barrierearme Wohnungen. Das ist in der Tat ein Problem. Wir machen hier keine Panik als Grüne. Das ist auch ausgeführt worden. Mietpreisexplosion sehen wir nicht. Aber es gibt in bestimmten Segmenten sehr wohl mittlerweile einen enormen Handlungsdruck. Dresden hat durch den Verkauf der WOBA ein mögliches Instrument der Lenkung aus der Hand gegeben. Und die Grünen, ich will es hier mal ganz klar sagen, waren immer gegen den Totalverkauf. Wir haben immer argumentiert, ich damals nicht, aber meine Fraktion, dass man über Verkauf nachdenken kann, aber nicht vollständig, weil wir eben gesehen haben, dass die Stadt sich damit eine Möglichkeit aus der Hand gibt. Es zeigt sich, dass wir zu Recht gegen den Totalverkauf waren. Und ich möchte an dieser Stelle der Vollständigkeit halber aber auch noch mal erwähnen, wer dafür war. Das war, wie es sich ja bereits hier verkündet hat, CDU, FDP, aber eben auch Teile der damaligen PDS, heutigen Linksfraktionen. Dresden hat momentan keinerlei Möglichkeit, aus eigener Kraft kommunal einkommensschwache Menschen Wohnraum anzubieten. Was ist eigentlich, wenn die Belegungsrechte der GAGFA, die bis 2026 laufen, auslaufen? Wir glauben, dass wir tatsächlich kommunalen Wohnungsbesitz brauchen, um als Kommune selbst Wohnraum auch zu vergeben. Denn wenn wir es nicht tun, zahlen wir am Ende hinten drauf, denn die Transferleistungen zahlen am Ende die Kommune. Aber eines ist auch klar, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft allein schafft keine Garantie für bezahlbares Wohnen. München zum Beispiel hat 70.000 Wohnungen im kommunalen Besitz und hat seit vielen Jahren steigende Mieten. München kämpft ganz stark darum, mit 7.000 bis 6.000 pro Jahr aus eigener Kraft gebauten Wohnungen. Und trotzdem ist es eben so, dass die Mieten steigen. Das Problem ist nicht so einfach zu lösen. Und wenn ich Ihnen sagen darf, was in München die Kaltmiete ist im kommunalen Wohnungsbau, so geht es bei 11 Euro los. Auch das Versprechen, dass wir hier mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft bei 4 oder 5 Euro Kaltmiete rauskommen, ist nicht seriös. Momentan glauben wir, dass wir mindestens 7 Euro zahlen müssen. Aber trotzdem glauben wir als Grüne, dass es ein Steuerungsinstrument ist, was für uns Bedeutung hat. Wir glauben, dass es jetzt richtig ist, dass wir über das Bürgerbegehren auch in die Diskussion zu diesem Thema kommen. Und wir glauben aber auch, dass wir diese städtische Gesellschaft mit der Stesat schon haben. Und ich verweise ausdrücklich darauf, im Gründungszweck der Stesat ist genau das vorgesehen, nämlich kommunales Wohneigentum durch Bau zu bilden. Wir werden Ihnen vorschlagen, mittels eines Antrages die Stesat deswegen wieder diesem Gründungszweck auch zuzuführen. Wir halten die Stesat für eine sehr gute städtische Gesellschaft, die hervorragend Aufgaben lösen kann. Kulturpalast, Kulturkraftwerk werden von der Stesat angepackt. 2017 werden sie damit hoffentlich fertig sein und dann ist auch wieder Platz für diese große Aufgabe. Wir möchten das gerne schrittweise. Zunächst sollen die Strukturen geschafft werden. Wir werden dazu auch nächste Woche eine Veranstaltung durchführen am 10.09. Dann möchten wir, dass ganz schnell städtische Grundstücke gesichert werden. Eventuell ist zu klären, dass durch eine aktive Liegenschaftspolitik auch Grundstücke angekauft werden.
Die Preise steigen kontinuierlich die letzten Jahre. Wir müssen jetzt kaufen, um dann auch bauen zu können. Der dritte Schritt ist das Bauen. Und da muss man ganz klar sagen, wer soll das bezahlen? Das Bürgerbegehren schlägt vor 100.000 Kapital für die Gründung der Gesellschaft. Das würden wir schon mal sparen, wenn es bei der Stesat bliebe. Und auch dann ist ja noch keine Wohnung gebaut. Kommen Sie bitte zum Schluss. Der aktuelle Haushalt ist gedeckt, das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Das stand ja oft in Zweifel. Aber es gibt Risiken und die Grünen stehen hier für nachhaltige Politik. Wir werden in diesem Haushalt deswegen nicht nach Deckungsquellen suchen, aber die Grünen sagen klar, im Haushalt 15/16 werden die Weichen stellen für ein kommunales Wohnungsunternehmen und werden dafür kämpfen, dass da ein zweistelliger Millionenbetrag eingeplant wird. Wir bitten schon jetzt um Ihre Zustimmung. Danke. Für die SPD-Fraktion, Herr Blümel, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Die SPD hat eine klare Position seit vielen Jahren zum Thema Wohnen in Dresden. Uns war bereits 2006, als das Thema Verkauf aller kommunalen Wohnungen anstand, klar, das ist kein Weg, den wir als SPD mitgehen wollen. Wir haben damals gesagt, das führt zu einer Entwicklung, die am Ende die Mieter bezahlen werden. Wenn hier gesagt wird, wir haben da fast eine halbe Milliarde als Stadt eingespart, dann sind die ja nicht in Wolkenkuckucksheim verschwunden. Diese halbe Milliarde bezahlen heute die Mieter und Mieterinnen mit ihren Mieten. Das ist genau der Punkt, wo wir damals davor gewarnt haben, wenn Sie Mieter der GAGFAH heute befragen, das kann man tun, dann wird man feststellen, seit 2006 haben sich die Mieten deutlich erhöht und die GAGFAH versucht, alle Spielräume, die sie hat, auszunutzen. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, den wir als einen Punkt ansehen, den man verwirklichen muss, einer, der nicht auf kommunaler Ebene zu lösen ist. Das Thema Mietpreise zu begrenzen, wird der Markt mit seinen angeblichen unsichtbaren Händen nicht lösen. Das muss gesetzlich nach unserer Meinung geregelt werden. Deswegen gab es in dieser Legislatur einen Antrag der SPD-Fraktion im Bund, eine Mietpreisbremse einzuführen, was bedeutet, hätte auf Neuvermietungen maximal 10% Aufschlag und auf Bestandsmieten maximal 15% in 4 Jahren, statt wie heute 20% in 3 Jahren. Das sind konkrete Dinge, mit denen man hätte Mietpreise begrenzen können. Das ist abgelehnt worden im Bundestag durch CDU und FDP. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist, dass wir das Thema Heizkosten, Energiekosten im Blick haben. Wir wollen die von der Regierung Merkel abgeschafften, den Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger wieder einführen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Konkretes, mit dem man für bezahlbares Wohnen in Dresden sorgen kann, was auch vielen Mieterinnen hier zugutekommen würde. Ein dritter Punkt, man muss natürlich auch Wohnungen bauen, das ist vollkommen klar. Und wie wir jetzt über Jahre hinweg gesehen haben, werden in Dresden Wohnungen gebaut, aber sie werden natürlich in dem Segment gebaut, wo sich das für Investoren lohnt. Das sind Eigentumswohnungen, wo man hohe Renditen erzielen kann. Sozialer Wohnungsbau rechnet sich nicht, deswegen müssen wir da aktiv Einfluss nehmen. Das heißt, wir brauchen Mittel, um soziale Wohnungen zu bauen und anschließend die Mietpreisbremse insgesamt, damit wir diese Mieten dauerhaft verträglich gestalten. Ein vierter Punkt, der uns wichtig ist, das ist ein Punkt, der resultiert aus der Bevölkerungsentwicklung. Wir haben zunehmend ältere Menschen, wir haben behinderte Menschen. Von allein, das sagen alle Zahlen, die wir aus dem Mietspiegel kennen in Dresden, werden die Wohnungsbesitzer die Wohnungen nicht behindertengerecht umbauen. Da wird lieber die Abstandszahlung in Kauf genommen. Stattdessen sagen wir, muss es auch Programme geben, die diesen barriere- und altengerechten Wohnungsbau fördern. Und nicht zuletzt, aktive Wohnungspolitik heißt auch, dass man sich Quartiere anguckt, dass man sozusagen nicht nur auf die einzelne Wohnung guckt. Und diese Instrumente hat es gegeben im Bund, das war die Stadtumbauprogramme, die leider aus unserer Sicht in Dresden immer nur Stadtabrissprogramme gewesen sind oder nur in wenigen Fällen auch für andere Dinge genutzt worden sind.
Und es gab das Programm Soziale Stadt, wo die jetzige Regierung in Berlin 60% zusammengestrichen hat. Ein Bundestagsabgeordneter hier aus Dresden, Arnold Fatz, hat es mal als Spaßprogramm bezeichnet. Das sind aber Dinge gewesen, die hier in Dresden sehr viel Gutes bewirkt haben und mit denen wir so hätten manche Schule und manchen Kindergarten sanieren können, manches Stadtumfeld aufwerten. Diese fünf konkreten Dinge sind unser Programm, unser Anliegen, und ich glaube, dass man damit auch ab dem 22. September beginnen kann. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion, Herr Dr. Kraschinski, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt wenige Themen, über die in den letzten Monaten hier an dieser Stelle so viel gesprochen und auch in der Presse geschrieben worden ist, wie das Wohnen. Sicher, es ist auch ein wichtiges Thema. Wohnen muss jeder, wohnen will jeder. Zum Wohnen hat letztlich jeder eine Perspektive. Und genau deshalb eignet sich dieses Thema auch ideal dafür, um im Wahlkampf instrumentalisiert zu werden. Wir bekommen heute wieder das Gespenst der großen Dresdner Wohnungsnot vorgeführt. Demnach sei der Dresdner Wohnungsmarkt leergefegt. Mieter finden keine Wohnung mehr und wenn doch, dann sind diese unerschwinglich. Ausgerufen sei quasi das, Herr Schäuble hat das schon erwähnt, Eldorado der Mietwucherer und Immobilienspekulanten. Das zumindest wird immer wieder von den linken Fraktionen und auch von den Medien behauptet. Zugegeben, es ist im Moment etwas schwieriger, in Dresden eine freie Wohnung zu finden. Man sucht zurzeit etwas länger. 6 Monate, 10 Monate, vielleicht auch mal ein Jahr, mag sein. Zugegeben, in manchen Quartieren und Segmenten ist das Angebot sehr begrenzt und sind freie Kapazitäten Glückssache, mag sein. Daraus aber das Ende des Abendlandes am Dresdner Wohnungsmarkt heraufzubeschwören, ist reine Demagogie und verantwortungsloses Wahlkampfgetöse. Es entspricht weder den Tatsachen noch der Lebenswirklichkeit der Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Es sind heute schon einige Zahlen genannt worden. Ich will noch eine dazufügen, nämlich die Zahl, die im offiziellen Bericht der Kommunalen Statistikstelle hinsichtlich des Wohnungsleerstandes genannt wird. Absolut werden dort 22.000 Wohnungen als leerstehend ausgewiesen. Das sind im Durchschnitt 7,6%. Zugegeben, vielleicht sind es jetzt nur noch 20.000 und es ist prozentual etwas weniger. Aber im Vergleich beträgt der deutsche Durchschnitt bei Wohnungsleerstand 3% und in Hamburg und München, was wir immer als Gefahr betrachten, liegt er deutlich unter 1%. Natürlich gibt es Unterschiede hinsichtlich der Verteilung dieser Wohnungen in den einzelnen Dresdner Stadtteilen, den Wohnungsgrößen, den Preissegmenten. Aber es sind auch bei Weitem auch nicht alle 22.000 Einheiten Luxuswohnungen. Und selbst wenn das Angebot im gehobenen Preissegment derzeit größer ist als das für den kleinen Geldbeutel, jede verfügbare Wohnung entlastet den Markt. Und wer eine höherwertige Wohnung anmietet, zieht mit einiger Wahrscheinlichkeit eine preiswertere Wohnung frei. Natürlich muss Wohnen bezahlbar bleiben und auch für den kleinen Geldbeutel muss angemessener Wohnraum zur Verfügung stehen. Das ist doch gar keine Frage. Wohnen in Dresden aber ist erschwinglich. Die Dresdner tendieren zu immer größeren Wohnungen. Die Wohnfläche je Haushalt nimmt zu. Die Wohnfläche je Einwohner nimmt zu. Das klingt jetzt nicht nach Unbezahlbarkeit. Die Netto-Kaltmiete in Dresden beträgt im Mittel knapp 5,50 Euro. Bei den Wohnungsgenossenschaften, das sind immerhin ca. 60.000 Wohneinheiten, sogar nur 4,70 Euro. In Hamburg, wir haben die Zahlen heute, glaube ich, schon gehört, sind es mittlerweile über 10 Euro pro Quadratmeter, die Mieter zahlen müssen. Der aktualisierte Mietspiegel weist für Dresden eine durchschnittliche jährliche Mietsteigerung von ca. 2,5% aus. Eine Absenkung der Kappungsgrenze für künftige Mietsteigerung von 20-15% macht schon deshalb keinen Sinn. Ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen einer solchen Regulierung auf Wohnungsneubau und das Wohnungsangebot. Die Dresdner sind in der überwiegenden Mehrzahl im Übrigen auch gar nicht so arm, wie sie uns immer glauben machen wollen. Das durchschnittliche Einkommen, da kommen wir jetzt zu Ihrer Frage. Der Dresdner Haushalte hat in den letzten Jahren kräftig zugelegt, zwischen 1993 und 2010 um knapp 50%.
Nur 14% der Haushalte gelten als einkommensarm nach den üblichen Definitionen. Die Mietpreisentwicklung liegt unterhalb der Einkommenskurve. Die relative Wohnkostenbelastung, also der Anteil des Einkommens, welcher für das Wohnen aufzuwenden ist, liegt konstant in den letzten Jahren stabil um die 30%. Und zur Realität gehört doch mittlerweile auch, dass die Ansprüche unserer Bürgerinnen und Bürger gestiegen sind. Man sucht heute nicht mehr eine Wohnung, man sucht eine ganz bestimmte Wohnung. Eine, die den eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht hinsichtlich Lage, Größe, Komfort, Umfeld, Verkehrsanbindung, Barrierefreiheit und vielen anderen Kriterien mehr. Da entsteht schnell eine gefühlte Wohnungsnot. Man ist wählerisch, man kann es sich leisten, wählerisch zu sein. Wenn ich zum Beispiel in einer Dresdner Zeitung kürzlich das Beispiel einer jungen, gerade Nachwuchs erwartenden Familie lese, die Eltern beide so um die 30, die nach einem halben Jahr Wohnungssuche entnervt aufgeben und doch die Eigentumswohnung mit Garten in der Dresden-Neustadt für 300.000 Euro erwerben, kann ich nur sagen, wie gut leben die Menschen heute in unserer Stadt. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kuschinski. Und noch ein letztes Wort an die Antragsteller. Wo Sie hinwollen, da bin ich schon gewesen und mit mir viele andere in diesem Saal. So wie wir da gewohnt haben, wollen wir nie wieder wohnen müssen und die Dresdner Bürgerinnen und Bürger auch nicht. Vielen Dank. Für die Bürgerfraktion Herr Fischer, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, als letzter Redner stehe ich immer noch im Banne des ersten Redners. Der Herr Scholbach, der hat vermutlich in Vorbereitung auf das Livestreaming noch mal einen Rhetorikkurs besucht, sogar mit Tanzeinlagen. Aber er ist wie immer inhaltlich gar nicht zum Thema gekommen. Das war eigentlich wieder wie ein Planschen im Babybecken, ohne in die Tiefe zu gehen. Das ist... Unter diesem Eindruck stehe ich noch, aber ich mache mir es heute leicht. Ich hätte als aktuelles Thema eher gefragt, wieso ist unsere Fraktion so klein? Die Sozialexpertin fehlt. Wir sind ziemlich geschwächt. Ich erlaube mir heute erstmalig in meiner Stadtratsgeschichte die wörtliche Rede von Frau Sozialexpertin Anita Köhler vorzutragen. Ich mache es wörtlich. Wohnen, das heißt, gesichertes Wohnen ist eines der höchsten Güter. Die eigene Wohnung muss bezahlbar sein, sollte in Lage und Ausstattung den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. Und jetzt wählt Frau Köhler Herrn Heinrich Zille. Heinrich Zille hat einmal gesagt, man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt. Diese Art von Wohnung, auf die sich das Zitat von Zille bezieht, gibt es zum Glück nicht mehr. Dresden ist eine moderne Stadt mit einem modernen Wohnungsbestand. Unsanierte Wohnungen mit Ofenheizung sind nahezu vom Wohnungsmarkt verschwunden und werden nur noch von vereinzelten Liebhabern gesucht. Dresden ist auch eine wachsende Stadt. Die positiven Entwicklungschancen auf dem Arbeitsmarkt, die Hochschulen und Universitäten und nicht zuletzt der positiv anhaltende Geburtenboom sorgen für ein stetiges Bevölkerungswachstum, dem die Entwicklung im Geschosswohnungsbau aber aus unserer Sicht derzeit nicht folgt. Der überzogene Wohnungsrückbau, besonders im Rahmen der Verträge zum Verkauf der WOBA, war stadtseitig ein Planungsfehler und viel zu umfangreich. Und er hat Gebäude betroffen, die zum Beispiel für Senioren oder für Menschen mit Behinderung gut gewesen wären. Wir haben nun, um es mit den Worten der CDU zu sagen, einen Vermietermarkt mit aus unserer Sicht fatalen Folgen für unsere Stadt und seine Bürger. Stetig steigen die Grundmieten, eine nicht mehr zu verleugnende Ghettoisierung von weniger gut betuchten Mietern in den großen Plattenbaugebieten sind eine Folge davon. Und wir können sie nicht übersehen. Der wachsende Anteil an Wohneigentum in Dresden hilft, diese Defizite nicht auszugleichen. Weil bezahlbarer Wohnraum in nicht stigmatisierten Wohnlagen immer schwerer beschaffbar ist. Bei Wohnungsbesichtigungen können Vermieter und Verwalter alt aussehen. Der Makler hat mit einer immer größeren Anzahl von Bewerbern zu tun und kann richtig wählen. Es bleiben viele Bürger bei der Wohnungssuche auf der Strecke. Vielleicht, weil sie selbstständig sind, AGs betreiben, weil sie Haustiere haben, weil sie einen Migrationshintergrund haben und so weiter. Es gibt eine Menge Gründe, die die Wohnungssuche echt schwierig gestalten.
Senioren zum Beispiel, die ihre Wohnfläche verkleinern wollen, um ein günstigeres Geschoss ziehen wollen, sehen sich häufig damit konfrontiert, dass eine kleine Wohnung genauso teuer oder sogar teurer wie die bisherige ist. Damit unterbleibt der geplante Umzug und große, familiengeeignete Wohnungen werden gar nicht im gewünschten Maße frei. Deshalb unterstützen wir auch den Antrag der Linken, der heute auf der Tagesordnung steht. Mieterhöhungen müssen in Dresden in dem von der Bundesregierung vorgegebenen Rahmen begrenzt werden können. Wir brauchen in Dresden wieder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mieter- und Vermietermarkt. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, das war die Aktuelle Stunde. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 3, zwar zum Thema Wohnen, aber auch die nächsten beiden Tagesordnungspunkte befassen sich mit diesem Thema. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Hier wiederum ist Einreicher die Fraktion Die Linke. Herr Musculus, Sie bringen Ihren Antrag ein. Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, in der Tat, ein Antrag vor den Wahlen eingebracht, wird immer schnell in das Licht gestellt. Es ist Wahlkampf und Wohnen bleibt auch ein Wahlkampfthema, ist aber auch ein politisches Thema. Und deshalb möchte ich nochmal dazu Bezug nehmen. In den letzten 12 Monaten ist sehr intensiv auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch hier in der Stadtpolitik über Mieten und Mietpreisentwicklungen gesprochen worden. Auf Bundesebene finden wir diese Aussagen mittlerweile in den diversen Wahlprogrammen wieder. Und da will es der Zufall, genau am heutigen Tag hat doch die großbürgerliche Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Analyse vorgenommen, was denn dort gesagt wird zu dem Thema Mietpreisbremsen. Denn genau das wollen wir mit unserem Antrag bezwecken. Die CDU hat in ihrem Gesetz, was im Frühjahr dieses Jahres angenommen worden ist, ja auch schon vorgeschlagen. Im Grunde genommen gibt es eine große Koalition, so die FAZ, in der sich fast alle Parteien in ihren Programmen für das Ziel aussprechen, den Anstieg der Mieten zu begrenzen. Die CDU hat es gemacht, indem ausdrücklich den Ländern erlaubt werden soll, genau das umzusetzen, was wir heute beantragen wollen. Es ist mittlerweile in den Gesetz reguliert worden. Die SPD hat eigene Gesetzesvorschläge gemacht. Herr Blümel hat dazu heute gesprochen, zur Mietpreisbegrenzung. Die Linke hat Vorschläge gemacht, wie die Mieten begrenzt werden können, wie ein Deckel draufgesetzt werden kann bei Neuvermietung und so weiter. Und dann abschließend möchte ich doch noch mal etwas sagen zur Haltung der FDP und jetzt zitieren aus der FAZ vom heutigen Tag. Die FDP steht wohnungspolitisch allein auf weiter Flur. Sie lehnt regulierende Eingriffe wie Mietpreisdeckel und Sanierungsverbote ab, weil sie die nötigen Investitionen in Neubau und Sanierung hemmten. Also, die FDP, klare Marktposition, es soll überhaupt nichts reguliert werden. Der Markt wird es schon richten. Sie haben sich noch nicht mal den Positionen der CDU angeschlossen. Was wollen wir als Linke? Dazu hat mein Stadtratskollege André Scholbach schon etwas gesagt. Wir möchten erreichen, dass genau diese Verordnung umgesetzt wird. Und hier gebührt es auch die Redlichkeit zu sagen, als erste Initiativ geworden ist die Fraktion der Grünen im Sächsischen Landtag mit dem Antrag dieses Jahr, im Frühjahr dieses Jahres im April. Genau sie hat beantragt, dass diese Verordnung in Sachsen erlassen werden soll. Anfang, am 5. April, hat darauf der Innenminister Ulbricht geantwortet. Er sieht im Grunde genommen angesichts des Wohnungsleerstandes in ganz Sachsen und des sich daraus ergebenden entspannten Wohnungsmarktes im Freistaat keine sächsische Gemeinde, die diese Voraussetzungen erfüllt. In der Debatte wiederum im Landtag, als darüber diskutiert wurde, ob denn das so ist und darauf hingewiesen worden ist, so wie hier in Dresden, haben Leipziger Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass es doch zu differenzieren gilt in Sachsen zwischen den Entwicklungen in den Landkreisen und zumindest in den sächsischen Großstädten, wurde dann durch den Innenminister angeregt, ja, das könne ja sein, man wird über den Sächsischen Gemeindetag und Landkreistag eine Abfrage bei den Kommunen machen, wie diese denn das sehen, ob eine derartige Verordnung notwendig ist und eingeführt werden kann. Es ist erledigt, die Stadt Dresden hat auch geantwortet auf diese Befragung
Und ich möchte jetzt nochmal zitieren, worum es dort im Einzelnen geht, wie diese Gebiete zu definieren sind. Es soll also ein Wohnungsmangel dort sein. Die Wohnungen dürfen nicht zu den üblichen Bedingungen dort erreicht werden. Und die Stadt Dresden, da kann möglicherweise dann ein Bürgermeister uns das nochmal bestätigen, was denn geantwortet wurde gegenüber dem Innenministerium bzw. über den Städte- und Gemeindetag, hat sich da positiv dazu geäußert. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, denke ich schon, eine Mietpreisbremse, so wie sie neu jetzt eingeführt worden ist, mit diesem Vorschlag der Begrenzung, ja, die Dreijahresfrist und dann die 15%, ist notwendig, es ist machbar und auch für Dresden umsetzbar. Die Stadt selber muss natürlich es wollen, initiativ werden und mit der Landesregierung, namentlich dem Innenministerium, in Verhandlung treten, um genau diese Verordnung zu erreichen. Ich denke, es ist eine sinnvolle Möglichkeit, ein kleines Element dort in Angriff zu nehmen, die Mietpreisentwicklung zu beeinflussen. Viele andere Dinge sind damit nicht geklärt. Das sind die Mietpreisentwicklung bei erstmaliger Vermietung, wo es ja überhaupt keinerlei Grenzen gibt, wie hoch die Miete dort ist, bei Neubau und erster Zuzug. Wir könnten uns auch dort gesetzliche Regelungen und Mietpreisbremsen vorstellen, die das Ganze begrenzen. Ich bitte Sie, stimmen Sie unseren Antrag zu. Wir haben im Ausschuss uns darüber ausgetauscht. Die Verordnungsmöglichkeit besteht. Wir sollten sie auch gebrauchen. Vielen Dank. Ich rufe auf den Vertreter der SPD-Fraktion, Herrn Bartels. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Mitglieder des Rates, werte Gäste. Darüber, ob eine Reduzierung der Kappungsgrenze in bestehenden Mietverhältnissen erforderlich ist, bestehen unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch aus den Abstimmungen in den Ausschüssen deutlich sichtbar geworden. Sie, meine Damen und Herren, werden sicherlich Verständnis dafür aufbringen und das wird Sicherheit auch erwarten, dass wir als SPD-Fraktion diesem Antrag zustimmen werden. Aber warum müssen wir uns heute mit diesem Antrag überhaupt befassen? Was sind die Ursachen dafür? Da gehe ich mal ein Stück zurück. Wir hatten einige wenige Jahre in unserer Stadt, wo es auch beim Wohnen das gab, was es überall in unserem Wirtschaftssystem vorhanden ist. Es gab einen Markt, es gab die Konkurrenz der Vermieter untereinander. Und dann gab es den Wohnungsleerstand und da konnten die Vermieter nicht mit umgehen. Die Politik reagierte und beschloss ein Rückbauprogramm, um die Vermieter zu entlasten. Das sollte aber jede Stadt selber entscheiden, wie damit umgegangen wird. Und unsere Stadt hat sich entschieden, voll durchzustarten. Aber 2008 war bereits ersichtlich, dass das Rückbauprogramm reduziert werden müsste. Es wurde etwas halbherzig gemacht im Wohngebiet Seidnitz-Zollkiewicz, aber auch nur, weil es dort erhebliche Bürgerproteste gab. Seit 2008 hat es eine Reihe von Vorlagen gegeben in diesem Rat, die einen Rückbaustopp beinhalten sollte. Und nur die Vorlage im Juli 2012 von der CDU eingereicht, fand dann eine Mehrheit. Es hat in der Zwischenzeit aber auch Berichte gegeben, die aussagten, dass bereits im Jahr 2010 ein marktrelevanter Wohnungsleerstand in dieser Stadt von etwa 5% vorhanden war. Davon wurde überhaupt keine Kenntnis genommen, sondern es wurde weiter darauf beharrt, wir haben einen übergroßen Leerstand, es muss zurückgebaut werden. Und dann, ich dachte, ich kann nicht richtig lesen, kam im Juli 2012 der Wohnungsmarktbericht 2011 heraus. Und dort gab es eine Aussage, die ich hier nochmal zitiere. Da steht auf Seite 29, dass Ende 2010 ein marktrelevanter Wohnungsüberhang von 4,9% vorhanden war. Weiter wird geschlussfolgert, dass der Mietermarkt sich in einen Vermietermarkt wandelt, woraus steigende Mieten resultieren. Nun bin ich überzeugt, dass diese Erkenntnis in der Verwaltung auch schon Anfang 2011 vorhanden war, denn dort werden ja die Statistiken erstellt. Und somit wurde bewusst der Rückbau weiter verfolgt. Und ich kann es mir nur vorstellen, es war gewollt, dass daraus steigende Mieten resultieren.
Auch aktuell scheint die Erkenntnis aus dem Wohnungsmarktbericht, dass der weiter zunehmende Wohnungsmangel dazu höheren Mieten führt und insbesondere Bürger mit geringem Einkommen zu einem Problem geworden ist, bei Entscheidungsträgern nicht zum Umdenken geführt hat. Wie sonst soll das Interview, das der Bürgermeister Marx am 27. Juli der DNN gegeben hat, inzwischen ist er weiter fortgeschritten. Ich denke, wir liegen jetzt so bei etwa 3%. An die FDP der freundliche Hinweis: Für den Unterschied eines Wohnungsleerstandes, eines marktrelevanten Leerstandes, in einem Wohnungsleerstand, da steht auch alles das mit drin, was als Bauruine vorhanden ist, was für einen Mieter normalerweise nicht in Frage kommt. Dort wohnen höchstens die Obdachlosen, die nicht willens sind, in einer vernünftigen Wohnung zu wohnen oder die aufgrund sozialer Probleme in einem Abrisshaus wohnen müssen. 3,5% marktrelevanter Wohnungsleerstand bedeutet, Vermieter brauchen keine Konkurrenz mehr zu fürchten. Für gewinnorientierte Unternehmen bedeutet das, die Miethöhe richtet sich nicht mehr nach dem Bedarf für Unterhalt, Verwaltung und einem angemessenen Gewinn, sondern danach, was der Mieter noch für die Wohnung bezahlen kann. 3,5% marktrelevanter Wohnungsbestand bedeuten für mich aber auch, wir haben Wohnungsmangel, sind aber auch schon bei der Wohnungsnot angekommen. Danke. Möchte die FDP, Herr Zastrow, bitte schön. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, liebe Anwesende, wir hatten jetzt zuvor eine Aktuelle Stunde, ein weit gefasstes Thema, Thema Wohnen, viele Argumente. Nun, wir haben ja endlich ein konkretes Thema, Kappungsgrenzen. Dieser Antrag weist zunächst deutlich darauf hin, im Antrag selbst, dass es also Mieterhöhungen gibt, die Obergrenzen haben. Diese Obergrenzen sind zunächst einmal die ortsübliche Vergleichsmiete und zum anderen die Kappungsgrenzen, das heißt, in 3 Jahren darf ich nicht mehr als 20% Miete erhöhen. Diese Regelung wurde ursprünglich eingeführt bei Sanierung von Altbauten, damit die Mieter nicht überrollt werden, wenn auf einmal von heute auf morgen ad hoc die Mieten erhöht werden bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Regelung wurde jedoch nicht ausschließlich eingeführt, und das sei ganz klar gesagt, der Gesetzgeber nur zum Mieterschutz, sondern der Gesetzgeber Sinn und Zweck war genauso, den Vermieter zu schützen, ein Stück weit, damit dieser einen angemessenen, marktorientierten Ertrag erlangt, dass er garantiert ist. Immerhin darf ein Mieter auch nicht einfach kündigen, nur weil er eine Mieterhöhung veranlassen möchte. Nun haben wir die Möglichkeit, es ist richtig, dass man diese Kappungsgrenze senkt von 20% auf 15%, umsetzbar durch eine Rechtsverordnung der Bundesländer, wenn notwendig. Notwendig, was heißt das? Notwendig heißt eine angespannte Wohnlage. Schaut man einmal genau in die Gesetzesentwürfe und auch in die Kommentierung, die es momentan schon aktuell gibt, dann heißt das, eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung zu angemessenen Bedingungen ist besonders gefährdet. Und schaut man auch mal, was diskutiert wurde im Rechtsausschuss, da finden sich auch Beispiele, was man darunter versteht. Das heißt, eine übliche Miete bei Neuvermietungen steigt um ca. 15% über die ortsübliche Miete. Das ist was vollkommen anderes als das, was die Linke hier darstellt. Von 2005 bis 2013 wird einfach ein Zeitraum genommen. Dann wird gesagt, da stieg die Miete um 15% und das war's. Und hinterher kommt noch einfach die Argumentation und die Weissagung im Voraus, Modernisierung, Sanierung und Neuvermietung, alles treibt die Mieten nach oben. Eine Vermutung einfach ins Blaue hinein, anders kann ich das nicht sagen. Und dagegen spricht eben dieser letzte Wohnungsmarktbericht, der hier heute schon mehrfach angesprochen wurde. Ich wiederhole das nochmal, was mein Fraktionskollege bereits schon angedeutet hatte oder erklärt hatte, was er gesagt hat. Die Wohnkostenbelastung aller Dresdner Haushalte, steht dort wortwörtlich drin, ist in den letzten Jahren von 31% auf 29% gefallen. Wer diese Forderung einfach pauschal erhebt, dass man diese Kappungsgrenze senkt, der geht an der Realität, ich wiederhole es immer wieder, einfach vorbei. Zu berücksichtigen sind genauso, dass eben
unter Umständen auch durch Sanierung vielleicht die Kaltmiete steigt, aber Nebenkosten sinken. Zu berücksichtigen ist, dass innerhalb der letzten 8 Jahre auch Gehälter und gestiegen sind, was natürlich zu einer vollkommen anderen Situation führt als im Jahr 2005. In meinen Augen ist das eine Scheindiskussion, die bundespolitisch vorgegeben ist. Diese wird ja runtergebrochen und ehrlich gesagt, ich kann das Anliegen verstehen und das Anliegen ist wirklich ein wichtiges Anliegen. Aber wer nur fordert, niedrige Mieten, Neubau, Modernisierung, Sanierung, energieeffizientes Bauen, altersgerechtes Bauen und, der hat vielleicht Forderungen, aber er bringt halt keine Lösungsansätze und die vermisse ich bis heute, ehrlich gesagt. Da helfen keine Kappungsgrenzen und keine Mietdeckel, sondern Anreize müssen geschaffen werden. Und da gibt es KfW-Förderprogramme, die vielleicht noch ausgebaut werden müssen, insbesondere auch im Hinblick auf altersgerechtes Wohnen. Das, was wir jetzt jedoch haben, hier pauschal zu sagen, wir senken die Kappungsgrenze für Dresden ohne Differenzierung nach Stadtteilen oder Ähnlichem, das kann man einfach nicht so hinnehmen. Und vielleicht noch, weil danach kommt ja noch so ein Antrag, zu dem werden wir nicht nochmal gesondert reden, dort heißt es Bündnis für bezahlbares Wohnen und Klimaschutz. Das ist genauso ein Antrag, wo ich sage, der ist gut gemeint, aber schaut man dann wirklich hin, da wird auf ein Bündnis verwiesen in Hamburg, das war 2011. Inzwischen sind in Hamburg, ist überhaupt nichts passiert. Solche Bündnisse sind in meinen Augen nicht zielführend, mitnichten. Und wenn ich dann zu dieser Antragsbegründung auch wirklich jetzt mal auf die Seite schaue von der Grünen-Fraktion, dort steht dann eben, ich zitiere einfach mal den Einbringer, den Fraktionsvorsitzenden, in Dresden wäre das Ziel aus meiner Sicht 1.000 bis 1.500 Wohnungen und von diesen 1.500 sollten 20% oder 30% für sozial Schwächere reserviert werden. Allein die Wortwahl reicht aus, dass man dies nicht für ernst nehmen kann. Ja. Im Ernst, wer so pauschal ein solch komplexes Thema einfach hier so einen Satz hineinwirft, der hat vom Wohnungsmarkt in Dresden keine Ahnung. Ich habe tagtäglich damit zu tun, wie Vermieter und Mieter sich streiten und das größten Probleme sind heutzutage vor allem Betriebskosten, Nebenkosten und ehrlich gesagt, wer so pauschal einfach hier was hineinwirft, der lebt im Wolkenkuckucksheim und sollte sich dort vielleicht doch besser einnisten, wenn darüber so ernsthaft zu sprechen ist. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion, Herr Krüger, bitte. Sehr geehrte Frau Ober.